Ganz herzlich willkommen in Berlin, im Olympiastadion, um genauer zu sein. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Spannende Geschichte, diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Hier ist die heutige Aufstellung von Hertha BSC. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Eintracht Frankfurt geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Taktisch wählen sie heute ein 3-4-3. Das heißt, sie betonen das druckvolle Spiel, wollen schnell an den Ball, dann ihr System aufziehen. Wenn es gelingt, Wolf, ist das vielversprechend, hat aber auch Risiken. Die Hertha ist natürlich immer wieder so eine Art Wundertüte. Was wird es denn jetzt auf Dauer? Mittelfeld oder vielleicht doch mehr? Sagen wir mal, sie sind auf einem guten Weg. Wichtig wird sein, da Konstanz reinzubringen, personell und von der Gesamtstrategie her. Die Berliner mit dem Anstoß. Den Ball holt er sich. Mit der Ecke könnte es gefährlich werden. Jetzt der Eckball. Er geht schön dazwischen. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Suazerda. Santiago Ascasiba. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Kostic. Kostic kann es über außen versuchen. Jetzt die Hereingabe. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Pekarik. Tore machen die Frankfurter in dieser Saison eine Menge. Man ist die Mannschaft mit den meisten Treffern. Vor diesem Auswärtsspiel haben sie die beste Offensive und das macht sie natürlich zuversichtlich. Das macht sie selbstbewusst. Wir haben die Leute, die genau wissen, wo das Tor steht. Und das kann auch heute wieder zum Erfolg führen. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Ball ist weg. Antonio. Und da kommt er an den Ball. Auf außen ist jetzt Platz. Hereingabe in die Mitte. Was für eine unglaubliche Parade. Ah, Wolf, eine Riesenszene, fantastischer Reflex. Den habe ich schon drin gesehen.
Ecke kommt. Jetzt müssen Sie aufpassen. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Ja, energischer Vorstoß. Was für eine Szene. Toller Schuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Antonio. Suat Serdar. Weg ist der Ball. Jetzt sollen die Spieler mehr Druck nach vorne entwickeln. Was meinst du dazu, Buschi? Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass sie die richtige Balance finden. Wenn sie jetzt zu sehr auf die Offensive setzen, werden sie hinten anfällig. Darida. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Hertha macht Druck. Ball kommt rein. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Unnötiger Ballverlust. Philipp Kostic. Kostic! Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Marco Richter. Darida. Und ab jetzt versucht es das Auswärtsteam mit Pressing. Sie stellen hier um und erhöhen damit den Druck. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Jetzt sind sie am Ball. Sebastian Rode. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ball bleibt im Spiel. Schöne Aktion. Guter Einsatz. Er hat den Ball. Da ist der Ball wieder weg. Sie suchen nach der Lücke. Da muss die Abwehr aufpassen. Chance jetzt zur Flanke. Was für eine Chance. Blockt ab. Da haben sie Platz. Jetzt vielleicht der Konter. Und das ist der Ballverlust. Schiedsrichter entscheidet auf Freistoß. Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für Hertha. Dann geht es auswärts gegen Borussia Mönchengladbach. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Da können Sie klären. Pekarik. Sie werden taktisch ein bisschen was verändern, Buschi. Ganz genau. Sie sollen jetzt intensiveres Pressing spielen, den Gegner so zu Fehlern zwingen. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen.
nimmt das alleine mit allen auf. Nein, kein Tor, das war zu schwach. Und das war eine Riesenchance, da hatten ja eigentlich alle schon den Torschrei auf den Lippen. Gute Balleroberung hier. Er holt sich den Ball. Sie haben den Ball. Marco Richter. Sie können jetzt flanken. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Da ist Platz für den Konter. Vielleicht machen Sie was aus diesem Konter. Guter Konter, aber sie konnten nichts draus machen. Ja, vielleicht am Ende dann doch ein bisschen zu hektisch. Das war eigentlich eine sehr schöne Situation. Um Gottes Willen, diese Schwächen vor dem Tor. Sie holen eine Chance nach der anderen raus. Das kann man ihnen ja nicht vorwerfen, dass das nicht der Fall wäre. Aber was dabei rumkommt, ist viel zu wenig. Im Spiel von Borussia Dortmund ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der Torschütze Erling Haaland. Der Ball wird noch abgefälscht und ja, dadurch kommt der Keeper auch nicht mehr dran. Neuer Spielstand damit 1:0. 34 Minuten sind gespielt. Danke für dieses kurze Update. Marco Richter. Sie ändern taktisch was, setzen jetzt verstärkt auf Pressing. Wenn es gut läuft, könnten sie so die Gegenspieler zu Fehlern zwingen und sich Chancen erarbeiten. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Sie drängen auf die Führung, nicht zu übersehen, aber sie bleiben geduldig. Da geht er dazwischen. Da können sie kontern. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Ballbesitz ist weg. Da machen sie zu wenig aus dieser Konterchance. Gute Balleroberung. Was machen sie draus? Er könnte flanken. Er versucht's. Erstmal abgeblockt. Antonio. Santiago Ascasiba. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Ball erstmal weg. Könnte die Führung werden. Tolle Parade, aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Suat Serdar. Könnte jetzt was werden. Aber dann ist der Ball doch weg. Szene erstmal beendet. Santiago Ascasiba. Gut und fair das Tackling. Da wäre Platz für den Konter. Den Ball holt er sich. Sie unterstützen gut. Marco Richter. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Ball wird hier erstmal geblockt. Mit einem Remis geht Frankfurt in die Pause. Das war der Pausenpfiff. Das war's für den ersten Spielabschnitt. Sie sind eigentlich die Mannschaft mit der besten Offensive, aber das hier war nicht ihre erste Hälfte. Noch heißt es Remis, noch steht da die Null, die ungewohnte Null. Sie müssen noch zulegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, sie können das. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Sie kommen über den Flügel.
Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Da muss er hin und holt sich den Ball. Nicht einfach gegen dieses frühe Pressing anzukommen. Kempf. Boyata. Wir geben kurz ab ans Studio. Es gibt ein Tor in der Red Bull Arena. Wir haben hier das erste Tor für RB Leipzig. Der Torschütze heißt Angelinho. Das war ein super Kopfball. Den Ball trifft er perfekt. Ja, und dann ist er auch nicht zu halten. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 47 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Da passt Kevin Trapp auf in dieser Szene. Keine Gefahr. Jetzt müssen sie aufpassen. Die Chance. Was für eine Distanz und was für ein Tor. Da nimmt er Maß und drin ist der Ball. Da haben wir diesen Treffer aus der Distanz nochmal. Ich glaube fast, der Keeper hat nicht damit gerechnet, dass er aus der Entfernung einfach mal abzieht. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und ab jetzt versucht es das Auswärtsteam mit Pressing. Sie stellen hier um und erhöhen damit den Druck. Im Spiel von Borussia Dortmund ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Dortmund. Torschütze ist Julian Brandt. Ein Kopfball war das? Ja, das hat er richtig gut gemacht in dieser Szene. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 53 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Ah, kein guter Abschlag, was können Sie jetzt draus machen? Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Dürften sich hier alle fragen. Sehen wir hier ganz deutlich nochmal den bösen Fehler. Und das nutzen sie aus und machen das Tor. Ganz entspannte Mienen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Jetzt wäre der Platz auf Außen da. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Die Ballbesitzzahlen von Eintracht Frankfurt sind bisher in dieser Partie eher schwach. Aber die Führung spricht ja für sich. Sie machen trotzdem, was sie wollen in diesem Spiel, nutzen die Chancen, die sich ihnen bieten. Das ist eine engagierte und clevere Leistung bisher. Hier sehen wir den nächsten Gegner der Eintracht eingeblendet. Ja, es geht gegen den FC Sevilla im nächsten Spiel. Es geht dann um das Achtelfinal-Hinspiel in der UEFA Europa League. Sicher keine einfache Aufgabe, aber Chancen gibt es auf jeden Fall. Guter Pass jetzt. Könnte jetzt was werden. Ball wird abgeblockt. Hier sehen wir den Treffer nochmal. Ein satter Schuss von ihm. Dazu gut platziert. Toller Abschluss. Sie wechseln also aus. Jetzt kommt die Ecke. Auf der Linie rettet er. Um ein Haar das Tor im letzten Moment zur Stelle. Riesenglück gerade. Goldrichtig gestanden auf der Linie. Verhindert das sichere Tor. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da suchen sie jetzt die Lücke. Gut aufgepasst von Trapp. Ballgewinn, gefährliche Position.
Jetzt will ich. Ihm den Ball abnehmen. Noch ist hier einiges drin, das spüren auch die Fans. Momentan sieht es gut aus. Chance jetzt zur Flanke. Und damit ist der Ball weg. Santiago Ascasiba. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Und jetzt haben sie den Ball doch verloren. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Boyata. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Sie werden taktisch ein bisschen was verändern, Buschi. Ganz genau. Sie sollen jetzt intensiveres Pressing spielen, den Gegner so zu Fehlern zwingen. Abgeblockt. Im Spiel von Borussia Dortmund ist ein Tor gefallen. Wir gehen rüber ins Studio. Wir haben hier Tor Nummer 3 für Borussia Dortmund. Der Torschütze Erling Haaland. Übrigens schon sein zweiter Treffer. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist da einen Tick schneller. Das war richtig gefährlich. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Energischer Angriff jetzt. Sie suchen die entscheidende Lücke. Wie bitter! Der Ball geht ins eigene Tor. Und hier nochmal das unglückliche Eigentor. Ja, das ist natürlich bitter, aber das kann eben passieren. Jetzt will er noch mal neue Impulse setzen. Zwei neue Spieler kommen. Das Eigentor müssen sie abhaken. Das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Und ab jetzt versucht es das Auswärtsteam mit Pressing. Sie stellen hier um und erhöhen damit den Druck. Jetzt haben sie den Ball. Exzellentes Dribbling, klasse Szene. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt können sie vielleicht kontern. Auch da verlieren sie wieder den Ball. Im Rhein-Energie-Stadion hat sich was getan, ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es jetzt alle Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Hoffenheim. Der Torschütze Christoph Baumgartner, sein Ball wurde noch abgefälscht, aber das war dennoch eine richtig starke Szene. Neuer Spielstand. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Eine super Parade, verhindert das Tor. Tolle Szene, extra Lob. Es gibt einen Wechsel.
Santiago Ascasiba. Marco Richter. Suat Serdar. Peter Pekarik. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges. Der Ball geht weit vorbei. Viel zu überhastet. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Sie haben den Ball. Jetzt kann die Flagge kommen. Marco Richter. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Marco Richter. Wird das jetzt gefährlich? Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Vorne der Ballgewinn. Jürgen Ekelenkamp. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Super dazwischen gegangen. Die Fans haben sich das heute auf jeden Fall anders vorgestellt. Buschi. Ja, Wolf, das ist Schockstarre hier im Moment. Selten, dass es so leise ist. Und er pfeift den Vorteil doch ab. Freistoß. Die kurze Variante jetzt. Oh, das könnte was werden. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Jetzt kommt die Ecke. Weiter gefährlich. Könnte jetzt was werden. Gelegenheit zur Flanke jetzt. Die Flanke hat er. Suat Serdar. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Da steht er im Abseits. Schade, aber eindeutig. Kann man gut sehen. Ganz klares Abseits. So. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Das könnte vielleicht was werden. Santiago Ascasiba. Schöne Aktion. Und dann machen sie doch noch zu bei diesem Steilpass. Ja, setzt sich schön durch. Schön, wie er diesen Ball ablockt. Liebe Zuschauer, Sie hören es, das ist der Schlusspfiff. Das war's in diesem Spiel. Die Frankfurter haben gewonnen. Ja, wieder mal sind sie nicht aufzuhalten. Sie machen ihre Tore, wie wir das von ihnen kennen. Sind ohnehin die Mannschaft mit dem besten Sturm deutlich zu erkennen. Tore, Treffer ohne Ende. Und dann kommt so ein Sieg dabei raus.